Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Am Wochenende habe ich mal wieder einen kleinen Rohkost-Potluck in Thüringen besucht. Wir waren bei der Fanny vom YouTube-Kanal Fit mit Fanny und es hat sich so seit letztem Frühjahr ergeben, dass Fanny regelmäßig Potlucks in ganz kleinem Kreise veranstaltet und wir hatten natürlich auch wieder ein fantastisches Rohkostbuffet, ein fantastisches, rohköstliches Tischlein deck dich. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und teile da so ein paar Einblicke hier in diesem Video. Wir leben aktuell in sehr intensiven und herausfordernden Zeiten und gerade in solchen Zeiten sind soziale Kontakte, Menschen, mit denen man sich freigeistig und offen austauschen kann, umso wichtiger. Und das habe ich gerade auch am Wochenende erlebt, wie wohltuend das ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, auch die aktuelle Situation so ein bisschen zu erörtern und zu schauen, wie geht da jeder durch, wie geht jeder gut damit um, wie kann man sich vor diesem ganzen Irrsinn da draußen schützen. Und natürlich stellt sich auch die Frage, wo geht es in die Zukunft hin? Was passiert in der Zukunft? Was können wir planen? Wie können wir uns zusammenschließen? Wie können wir gut durch diese Zeiten gehen? Und das ist für mich immer auch sehr heilsam. Heute habe ich unter anderem eine Anleitung, wie wir gesund bleiben, auf Telegram gepostet. Die Ernährung ist natürlich die eine Säule, aber bei diesem Post ging es um was ganz anderes. Der beste Schutz ist, wenn wir uns weit genug von TV, Radio und Zeitung fernhalten. Und dann gibt es noch einige Faktoren, die unsere Lebensqualität steigern. Dazu gehören zum Beispiel das freie Atmen, soziale Kontakte, ein liebevolles Miteinander, Lebensfreude und Humor. Und dies alles erlangt man vor allem durch selbstständiges Denken und Handeln. Und jetzt am Wochenende bei diesem Potluck habe ich diese ganzen Faktoren, die die Lebensqualität steigern, sehr, sehr genossen. Da kam eben noch die gesunde Kost dazu und noch die Bewegung in der Natur, was auch nicht zu unterschätzen ist. Wenn ihr euch für meinen Telegram-Kanal interessiert, findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar bzw. unter diesem Video. Jetzt geht es aber wirklich los. Kleine Einblicke in unser Rohkostbuffet. Dann gibt es noch so ein paar Ausschnitte von unserem Naturspaziergang. Und zum Schluss waren wir wieder im Selbstversorgergarten von Fanny und da konnten wir auch etwas ernten. Wir sind heute wieder in Obertrebra in Thüringen mit lieben Menschen und hier ist schon ein fantastisches Buffet aufgebaut. Ich denke mal, alles Rohkost oder vegan, also auf alle Fälle vegan und rohköstlich. Und jetzt gehe ich mal wieder durch und da haben wir hier rote Beete. Das sieht aus wie rote Beete. Genau, ein rote Beete-Salat mit Dill und Zwiebeln. Dann haben wir hier Grünkraut, Senfgrünkraut. Dann ist das Gurke oder Zucchini? Gurke und Zucchini-Salat, auch mit Dill. Dann haben wir hier noch so einen herzhaften Kokos-Snack und das kommt dann noch, das sind Zutaten, das kommt glaube ich, genau, das ist eine Kokossuppe hier, das ist so die Suppe und das sind, ist so die Einlage, das ist so verschiedenes Gemüse, Blumenkohl, Frühlingszwiebel, Tomate, Pilz und Möhre. Hier ist noch ein bisschen Kresse. Dann sind das hier wie Chips, rote Beete-Chips. Dann haben wir hier nochmal einen Gurkensalat. Genau, ist von meiner Mutti das Rezept. Gurken, Salz, Pfeffer, Kokosmilch, Dillborange. Hier hinter der Kokossuppe befinden sich noch Sprossen. Das sind Mungbohnensprossen. Dann wieder das Eiweißbrot von Fanny. Genau, als Brötchen diesmal Mandelmehl, Leinsaat, Kürbiskerne, Curry, Salz, Boxhornklee, Schabzigerklee, Raupaprika. Und hier wieder dein fantastischer Senf-Erdnuss-Dip mit Kokoswasser und Schnittlauch und noch ein paar getrockneten Blüten. Dann wieder rohes Gemüse, ist wahrscheinlich auch einiges aus dem Garten. Alles. Die Gurken, Zucchini, Kohlrabi, Möhren, Sellerie auch schon, ja. Und Tomaten. Sehr lecker. Ganz tolle regionale Rohkost. Dann haben wir hier noch einen Salat. Papaya-Pfirsichsalat mit Mungbohnen. Dann kommt hier noch was Süßes. Genau, das ist eine Erdbeercreme mit gekeimten Sonnenblumenkernen und Pfefferminze und Stäbchen. Und ist das auch hier in dem Glas drin? Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, genau. Dann haben wir noch getrocknete Apfelchips und Fruchtleder. Dann rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren. Fanny, von den Energiebällchen? Das sind Rochis.
Rochers? Ja, also mit Haselnuss? Genau. Haselnüsse, Haselnussmus, Vanille, Karob, Datteln. 5 Zutaten. Mhm. Dann haben wir hier getrocknete Jackfrucht. Das sind Kakaobohnen mit Fruchtfleisch ummantelt. Dann haben wir hier nochmal Energiebällchen von Fanny. Raffaellos. Auch nur 5 Zutaten. Kokosraspeln, Mandeln, Datteln, Vanille, Kokosmus. Und hier noch deinen Stachelbeerkuchen. Genau, Stachelbeer, Chlorella-Kuchen mit gekeimten Buchweizen, Cashews, Kokosraspeln, Kokosmus, Datteln, Stachelbeeren und Chlorella. Hier oben geht es weiter mit Crackhorn, Julia. Das sind lecker. Leinsam. Und getrocknete Tomaten. Ah ja, die sieht man auch. Und Tamarind. Tamari. Genau. Weiter geht's mit einem Salat aus Sonnenblumenkernsprossen, also noch Frühlingszwiebeln dabei, Rosinen, Olivenöl, Kurkuma, ein bisschen Salz und mediterrane Kräuter. Und hier ist ein Blumenkohlsalat, geraspelter Blumenkohl, Banane, Mandeln, Rosinen und ein Dressing aus Mandelmus, Sojasauce und Curry. Die Fanny hat hier im Haus eine tolle Eismaschine stehen und sie hat heute für uns gesundes Eis zubereitet. Fanny, was sind denn die Zutaten von diesem Eis? Nur 3 Stück, nämlich rote Johannisbeeren, Kokosmilch und Datteln. Also sieht sehr gut aus. Und das sind rote Johannisbeeren oder rote, schon? Rote Johannisbeeren. Also ein sehr gesundes, leckeres Beereneis und das lassen wir uns dann schmecken. Ich würde schon mal ausmachen. Oh ja, die Konsistenz ist super. Sehr gut. Also ich mache nicht alles raus, ich werde dann die Kühlung nochmal anstellen, aber nur schon mal zum Probieren. Hier haben wir noch einen tollen fruchtigen Salat mit Melone, Mango, Papaya auf alle Fälle dabei, Rucola und Feldsalat. Da gibt es noch ein fruchtiges Dressing dazu. Das ist so einfach nur Frucht, ne? So ein bisschen so wie Innocent Smoothie. Also einen fruchtigen Smoothie. Und dazu gibt es für diejenigen, die mögen, noch frischen Koriander und Frühlingszwiebeln. Heute sind wir wieder zu Besuch in einem kleinen Selbstversorgergarten. Es ist auch schon einiges abgeerntet, also im Frühjahr war das hier alles voll, aber es gibt noch reichlich zu ernten und heute nehmen wir auch wieder etwas mit. Also für uns wird gerade geerntet, heute können wir auch einige Gaben mitnehmen. Hier ist die Erntekiste, da sind schon Zucchini drin. Gurken, Maggikraut, Pfefferminz. Fanny, was war noch? Pfefferminz. Dann Zitronenmelisse. Oregano. Dann habe ich hier noch ein bisschen Rosmarin. Und gerade mit Zitronenmelisse und Pfefferminz kann man ja auch gut Wasser
aromatisieren. Ne? Das ist besonders lecker. Und die anderen Kräuter, Rosmarin, Makikraut, Basilikum, ist immer ganz toll für frische Salate. Die Zucchini, also ich mag ja zum Beispiel keine rohe Zucchini, aber so gedämpft. Also Zucchini kann man auch gut dämpfen, ist für die Schleifer Heilkost sehr gut geeignet. Dazu natürlich einen großen grünen Salat und die Gurken hier, die kann man wunderbar roh essen. Das ist mit so meiner Lieblingsgemüsefrucht. Zum Gemüse und zu den Kräutern kommen noch Äpfel und rote und schwarze Johannisbeeren. Das war's von mir. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen in diesem Video gefallen. Hinterlasst mir gerne, wenn ihr mögt, Kommentare, eure Gedanken und Meinungen dazu unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.